LM Sportbasar. Die haben die Nummer. Weiß ich nicht. Nimm hier mal grün und ja, die Nummer. Achso, das ist doch. Die erste Nummer ist die Nummer 24. Genau. Und die zweite Nummer, das müsste dann ja der VfB Lübeck sein, ist 8 und die 11 auf der Kugel. Mhm. Nee, das sind B und B. B, sorry. Ja. Auch schon. Das ist, mit Brille, das ist ja Bingo hier. Ne? Das dazu machen. Ja. Das ist cool, wenn ich schlafe. Wenn ich den nicht rausnehmen will. Ja, kannst du einmal so nehmen, warte. Ah, sehr gut. Ja, das ist ja drin. Das ist ja cool. Das ist ja wirklich bei der Zeit. Ja, so läuft es doch. Ja, also als erstes gesetzt ist die 24. In der Gruppe A. Das ist die Gruppe A. Das ist dann da. Mhm. Und somit ist automatisch die Wasserbranche Gruppe A. Ich kann jetzt hier den A ein bisschen strecken. Das ist schon draußen. Sehr gut. Und zur Kontrolle, wie soll es anders sein? Die Nummer 11. So, dann müsste jetzt die Nummer kommen für den NTSV Stratt 08. Das ist die Nummer 44. 44, Stratt 08. Und für den FC Dornbreite, wie sollte es anders sein, die Nummer 1. Die Nummer 44, NTSV Strandwoll 8 sollte es sein. Mit in Gruppe H, richtig? Richtig. Und die Nummer 1 sollte auch auftauchen, das tut sie. Hier ist die Nummer 1, FC Dornbreite. Super. Und dann haben wir als nächstes Grün-Weiß-7-Bäum. Die Nummer 70. Nummer 70, Grün-Weiß-7-Bäum. Phoenix. Und der erste FC Phoenix Lübeck mit der Nummer 2. Phoenix Lübeck, die 2. Das ist ganz richtig. Und dann haben wir auch gleich die Nummer 2, Phoenix Lübeck. Somit finden die sich in der Gruppe A wieder, die Adlerträger. Zur Kontrolle. Bingo macht's möglich. Die Nummer 70. Interessant. Ja. Ja.